Katzen haben immer und überall ihren eigenen Kopf. Nicht umsonst heißt es, dass du in deinen eigenen vier Wänden quasi der Angestellte deiner Mieze bist. Und das ist meistens auch völlig in Ordnung so, oder? Es ist also klar, dass du der designierte Dosenöffner bist und es ist ebenfalls okay, dass dein Bett auch ihr Bett ist. Und auch gestreichelt wird natürlich nur dann, wenn die Fellnase das auch gerade möchte, was aber bei vielen Stubentigern ziemlich häufig der Fall ist. Was Katzen allerdings noch viel mehr lieben, als von dir gestreichelt zu werden, erfährst du in diesem Video. Fakt ist, die meisten Katzen wollen am liebsten vollkommen in Ruhe gelassen werden, wenn sie sich zum Schlafen zurückziehen. Ganz egal, wie süß oder niedlich sie dabei aussehen. Störst du sie zu oft, könnte es passieren, dass sie anfängt, dir auszuweichen oder im schlimmsten Fall sogar mit Aggression zu reagieren. Wusstest du eigentlich, dass Katzen am Bauch und an den Füßen kitzelig sind? Dass ihnen das Streicheln dann nicht gefällt, merkst du daran, dass sie dann an deiner Hand knabbern. Das heißt aber natürlich nicht, dass Katzen nicht schmusen und kuscheln wollen, im Gegenteil. Sie möchten das, aber nur, wenn ihnen der Sinn danach steht. Dabei ist es deiner Fellnase dann auch ziemlich egal, ob vielleicht du gerade keine Lust hast, sie zu streicheln. Katzen können dann schon mal ziemlich fordernd werden und dich einfach nicht in Ruhe lassen, bis sie bekommen haben, was sie wollen. Aber seien wir mal ehrlich, eigentlich gibt es ja nichts Schöneres, als eine schnurrende und tretelnde Katze auf dem Schoß sitzen zu haben, oder? Übrigens, eine der Rassen, die zu vermehrten Kuschelattacken neigen, ist die heilige Birma. Hast du so eine im Haus, ist Streicheln und Knuddeln definitiv an der Tagesordnung. Aber wie gesagt, es gibt noch viele andere Dinge, die eine Katze noch mehr liebt, als von dir gestreichelt zu werden. Wir stellen dir jetzt also einige dieser Dinge vor. Platz 1, ganz klar, schlafen. Nichts macht der Stubentiger lieber, als gefühlt den ganzen Tag an seinem Lieblingsplatz zu liegen und zu schlafen. Schließlich ist es ja auch ziemlich anstrengend, den Hausangestellten für mehrere Stunden am Tag auf Trab zu halten. Tatsächlich verbringen Katzen fast 20 Stunden pro Tag mit dieser Beschäftigung, ohne dabei aber gänzlich ins Land der Träume abzudriften. Tun sie es doch, erkennst du das zum Beispiel am Zucken der Pfötchen. Dann ist deine Katze tiefenentspannt und jagt in ihren Träumen frechen Mäusen hinterher. Platz 2 – Spielen. Vor allem junge Katzen haben einen quasi unerschöpflichen Energiehaushalt. Sie sind wahre, feline Duracell-Häschen. Das heißt dann auch für dich, mach dich fertig für deine tägliche Sporteinheit. Dabei ist so ziemlich alles beliebt, von deinen Schuhen über spezielles Katzenspielzeug wie zum Beispiel Katzenangeln bis hin zu Kugeln aus Papier sowie Spielzeug, das mit Katzenminze bestückt ist. Bitte beachte aber, dass gerade kleines Spielzeug aus Plastik nicht ohne Aufsicht herumliegt, sonst kann es zu einem Notfallbesuch beim Tierarzt kommen, weil der kleine Racker es im Übereifer mit einem Snack verwechselt. Selbstverständlich kannst du deinem schnurrenden Liebling auch mit Lichtspielen auf Trab halten. Sicher kennst du die sehr beliebten Laserpointer, denen die kleinen Fellbälle stundenlang hinterherjagen können. Platz 3 – Fressen? Das gilt zumindest dann, wenn es explizit um die Lieblingsspeise geht, die gerne auch hinter deinem Rücken aus einer unbeobachteten Leckerlitüte geklaut wird, in seltenen Fällen sogar gleich inklusive Verpackung. Auch hier gilt, bitte gut verstecken, damit nicht der Ausflug zum Tierarzt ansteht. Katzen fressen im Übrigen gerne, aber eben auch nicht alles, sondern nur das, was ihnen wirklich zusagt. Vorsicht ist allerdings dennoch geboten, wenn einer deiner kleinen Fellbälle ein paar Gramm zu viel mit sich herumträgt. Dann wiederum kann es nämlich Sinn machen, die Racker nur zu festen Zeiten gemeinsam zu füttern. Platz 4 – Fellness. Zumindest trifft das auf die meisten Katzen zu. Bürsten und Kämmen regt nicht nur die Durchblutung an und entfernt Fellknoten, sondern es baut auch Vertrauen zwischen dir und deiner Katze auf. Tatsächlich gibt es Bürsten und Kämme, die wie eine Massage wirken und bei denen die kleinen Mäuse schnurren wie verrückt. Natürlich wäre eine Katze keine Katze, würde es nicht auch hier den ein oder anderen Sonderfall geben, der Kämmen wirklich, wirklich überhaupt nicht leiden kann. In diesem Fall kannst du aber immer noch den Kamm durch deine Finger ersetzen, das wird selbst der größte Fellness-Muffel der Welt nicht ausschlagen. Platz 5 – Wasser, aber aus dem Wasserhahn. Ja, da hast du richtig gehört.
Die doch eher wasserscheuen Miezen lieben es nämlich, fließendes Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. Aber warum ist das eigentlich so? Katzen sind sehr penibel, wenn es um Reinlichkeit geht. Und da macht das Wasser selbst keine Ausnahme, im Gegenteil. Befindet sich auch nur ein Katzenhaar im Wasser, ist das das sprichwörtliche Haar in der Suppe. Viele Miezen rühren dann ihr Wasser tatsächlich nicht mehr an. Anders beim Wasserhahn. Hier ist immer alles schön frisch und sauber, so wie es deine Mieze mag. Platz 6. Beobachten. Katzen lieben alles, was sich bewegt. Das gilt auch für Vögel oder andere Katzen, die vor deinem bzw. ihrem Fenster vorbeilaufen oder fliegen. Grund dafür ist neben der Neugierde vor allem der Jagdinstinkt, der auch bei domestizierten und Rassekatzen nie verschwindet. Beobachtet deine Katze auf der Fensterbank, kann es Sinn machen, diese von zerbrechlichen Töpfen zu befreien. Sonst kann deine Mieze diese im Eifer des Gefechts schon mal auf den Boden fegen. Diese Dinge finden Katzen also super. Aber hast du dich schon mal gefragt, was Katzen eigentlich so richtig hassen? Klick links auf das Bild, um es zu erfahren. Und wenn du noch nicht wusstest, dass es auch Dinge gibt, die Katzen an Menschen so richtig verachten, dann solltest du dir mit einem Klick auf das rechte Bild unbedingt unser Video zu diesem Thema ansehen.